der seine Stimme erhebt für irgendwelche Parteien oder irgendwelche öffentlichen Ämter oder Firmen, die damit zusammenarbeiten, ja, die sollen mal genau darüber nachdenken. Und die einzigen hierzulande, die das ganz genau wissen, wie das läuft, das sind die Freiberufler, ja, das sind die ganz, ganz unten. Ja, die höchstens, die vielleicht ein, zwei oder ein paar Angestellte haben, ja. Die kriegen das ganz genau mit, wie viel Geld in dieses widerliche, unmoralische System gepumpt wird. Auf Basis von Zwang. Ja? Und der Zwang ist wirklich das Allerletzte. Ich werde also jetzt zu Kreuze kriechen und diese Forderung irgendwie begleichen. Ich werde anfangen, mein Leben mal irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ja. Aber es hat mich zutiefst schockiert, diese Erkenntnis. Das war echt der Hammer. Das war echt der Hammer. Ja, also schaut euch das echt an. Genau dieser Bereich, diese Freiberufler, die halt das wirtschaftliche Risiko jeden Tag eingehen, um dann einen Mehrwert zu generieren, ja. Die werden untereinander aufeinander gehetzt. Wenn einer ausbrechen möchte aus diesem Strudel, aus diesem Kreislauf der Zwangsgelder, dann werden die anderen eingesponnen. Das ist das wirklich das allerletzte Übel. Werde also meine Öffentlichkeitsarbeit jetzt hier weitermachen, weiter den Zwang thematisieren. Aber ich habe meine Achtung und meinen Respekt vor diesen Leuten verloren, die nicht erkennen, was sie fördern. Und es sind zu viele. Es sind 90-95% der Leute. Die machen das alle mit. Und alle Diener des Staates, vom Finanzamt bis nach sonst wohin. Ihr seid die Sklaven. Ich habe nur noch Verachtung für euch. Zu mehr reicht's nicht. Ganz zu schweigen von dem Herrschaftsgeseier da draußen in den Medien und von dem Politiker-Dreck. Ich habe so die Schnauze voll, echt. Und ihr denkt, ich bin ein Spinner, weil ich sehe, dass die Erde flach ist. Ja, ja. Drauf geschissen. Toleranz kommt von Tolerare ertragen. Ich muss eure Gehirnwäsche auch die ganze Zeit ertragen. Ja, also wie gesagt, ich werde also diese Forderung bedienen. Weil ich gar nicht anders kann. Und ich werde einen Scheiß tun, euch um Unterstützung zu bitten, ja. Das ist freiwillig. Ich werde euch hier nicht anbetteln, das könnt ihr voll vergessen. Das könnt ihr stecken lassen. Geschenkt. Ja, um das Ganze mal abzuschließen. Ich werde wieder, wenn wir einmal beim Thema Spenden sind, die Bitcoin- und Litecoin-Adresse da unten drunter knallen, ja. Ich habe ja jede Menge Arbeit liegen, ja. Ich habe Clockwork Orange noch liegen, Symbolik. Ich habe noch mehrere Trailer liegen, die ich durchgecheckt habe. Ich habe die Zwanglos 6 Sendung vor mir mit ganz tollen Gästen. Ja, ich werde trotzdem die Bitcoin- und Litecoin-Adresse darunter knallen unter das Video und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das supporten würde. Ja, und es ist nicht anonym, das ist total transparent. Ja, da nochmal darauf hinzuweisen.
Auch eine weitere Geschichte, die ganz interessant ist. Ich habe von Bilbo Calves, ich spreche es wieder wahrscheinlich falsch aus, einen sehr tollen Film über Bitcoin, ein Interview gefunden mit einem, ich glaube, einem Ladenbesitzer in Berlin, der wirklich sich Mühe gegeben hat, dort tiefgründig und hochinteressant und mit einfachen Worten die Philosophie von Bitcoin zu beschreiben. Ja. Ich werde dafür einen Essential Cut machen, weil ich das für unheimlich wichtig erachte. Das ist auch so eine Arbeit, die ich gerne machen würde. Ja. Und ja, Bitcoin ist transparent. Wenn ich meine Adresse veröffentliche, dann kann jeder von euch auf blockchain.info gehen, die Adresse da oben reinknallen und kann ganz genau sehen, was da reingekommen ist. Und ich sage euch, wenn da mehr Geld reinkommen würde, dann würde ich einen Transparenzbericht dafür machen. Ja, also nehmen wir mal an, da kommt ein Bitcoin rein, zurzeit 1000 Euro, dann würde ich da die Lizenz für eine Software von kaufen und eine weitere Kamera. Ja, anyway. Jetzt ist der Bildschirm gerade ausgegangen. Erzählt mir nichts von nicht embedded à la Ken Jebsen. Ah, apropos, ein weiteres großes Projekt, was am Laufen ist. Ich nehme gerade die Nuvisu, die Jahresendsendung auseinander. Es haben schon zwei oder mehrere Leute darüber sich geäußert, über die verschiedensten Medien, was da abgegangen ist. Und ich werde das jetzt komplett auseinandernehmen. Es wird einen schönen kleinen Slow-Mo-Film geben und eine große. Einen etwas größeren Film. Und da gibt es auch noch einiges zu sagen, was da offen ist. Also es gibt jede Menge Arbeit, auch für mich. Auch wenn ich den Spieß jetzt rumdrehe und mich erstmal aus der Selbstständigkeit verabschiede. Ich mache das nicht freiwillig, ich werde dazu gezwungen. Ja. Zwangsmoral. Zwangsmoral. Zwangsunmoral des Staates. Ja, war es noch irgendwas? Das reicht auch erstmal. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mich gerne unterstützen, aber nur über diesen Weg, weil ich da in die Transparenz gehen kann. Und ja, es gibt jede Menge zu tun. Ich jetzt erstmal mein Leben aufräumen und dann werde ich dem Finanzamt schreiben. Dann werde ich meinem Anwalt schreiben. Und werde versuchen, einen Weg zu finden, diesen Dreck endlich hinter mich zu bringen. Tja, bei mir rollt es gerade gar nicht, aber die Erde ist trotzdem flach. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ja, und seid ehrlich zu euren Kindern. Ciao. Bin ich aber gespannt, das kenne ich noch nicht. Ja, hallo Welt, Tony Mahoney. Ich grüße euch. Wieder mal ein kleines Video. Im Zuge der Mythenmetzger-Videos habe ich etliche völlig sinnfreie Kommentare gelesen. Ja, die haben mich dazu animiert, ein kleines Video über die Diskrepanz zwischen Scheibe und Flach zu machen. Also entweder gibt es Leute, die das nicht verstehen wollen oder die sich das nicht erschließt oder die das provozieren, transportieren oder Sarkasmus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich es müßig, auch mich diesbezüglich zu äußern, deswegen mache ich jetzt ein kleines Video und unter jedem dämlichen Kommentar knalle ich das dann einfach drunter. Ne? Okay, fangen wir an mit der Scheibe. Was ist eine Scheibe? Eine Scheibe ist ein in sich geschlossenes Konzept. Ja? Sie ist in der Regel rund. Vorsicht, ein Begriff, der sowohl für Körper als auch für Flächen gelten kann. Ja? Da gibt es auch schon sehr interessante Unstimmigkeiten. Es scheint sich einigen Leuten auch nicht ganz zu erschließen, ja? Was rund bedeutet.
Bleiben wir aber mal bei der Scheibe. Das heißt, die Scheibe hat in der Regel einen äußeren Rand. Viele Scheiben haben auch in der Mitte ein Loch. Sie haben eine gewisse Stärke, ein gewisses Volumen. Sie haben gewisse Eigenschaften. Ja? Das heißt, es beschreibt in der Regel einen Körper, der ein in sich geschlossenes Konzept mit verschiedenen Eigenschaften darstellt, die unterschiedlich komplex sein können und unterschiedliche Funktionen aufweisen. Ja? Fangen wir mal an, links oben mit der Schallplatte. Das ist eine Platte, eine Scheibe. Die hat eine A-Seite, eine B-Seite, eine bestimmte Funktion. Sie hat einen äußeren Rand. Sie hat in der Mitte ein Loch und so weiter. Dasselbe gilt auch für die sogenannte Unterlegscheibe. Ja? Sie hat auch einen Rand, eine gewisse Stärke, ein gewisses Material, Volumen etc. Auch die Trenn- oder Schleifscheibe, für die gilt das genauso. Ebenso gilt es das für Wurstscheiben und für Brotscheiben. Ja? Sie sind aus einem bestimmten Material, haben eine bestimmte Form, in diesem Fall bei der Brotscheibe jetzt keine Kreisform, ja? Sondern eher eine rechteckige Form, oben abgerundet, aber sie werden trotzdem als Scheibe bezeichnet. Das heißt, flach kann man hier nur gelten, was die Oberseite und die Unterseite angeht. Ja? Ein sehr schönes Beispiel ist die Fensterscheibe. Ja? Wenn man sich dieses Bild mal genauer anschaut, sieht man hier auf der linken und auf der rechten Seite Scheiben, die flach sind, eben in denen sich die Umgebung super spiegelt. Dann sieht man aber hier, dass es auch Scheiben gibt, die gewölbt sind. Ja? Bei Autos ist das zum Beispiel auch der Fall. Autoscheiben sind in der Regel gewölbt. Ja? So, und gewölbte Scheiben sind nun mal nicht flach. Gerade bei diesem Beispiel kristallisiert sich raus, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen Scheibe und flach gibt. Ja? Hier unten haben wir noch eine Bremsscheibe, die auch ganz bestimmte Eigenschaften und eine bestimmte Form hat. So, und jetzt kommen wir mal zum Synonym flach. Flach beschreibt lediglich die Oberfläche, die Oberflächeneigenschaft von Körpern. Ja? Es gibt auch noch andere Synonyme wie eben oder plan, ja? Die genau dasselbe beschreiben. Es handelt sich dabei immer um irgendwelche Objekte oder um Körper, Gegenstände oder Plätze, die halt eine bestimmte Oberflächenstruktur haben. Na? Da haben wir hier zum Beispiel ein sogenanntes Flachdach. Also spielt überhaupt keine Rolle, was das für ein Haus ist, wo das Haus steht, was das Haus für eine Form hat, sondern es bezieht sich lediglich auf die Oberflächenform des Daches. Also Flachdach. Dann haben wir hier ein schönes Foto von unserer wunderschönen flachen Erde. Dann haben wir einen Flachmann. Ja, Flaschen sind in der Regel gewölbt oder bauchig. Und es wurde ein sogenannter Flachmann erfunden, der plattgedrückt ist oder etwas flacher ist, um in die Brusttasche zu passen. Ja? Dann haben wir hier zum Beispiel eine Kaffeetasse und man beachte den Kaffee, ja, in der Mitte. Man sieht sehr schön, wie sich der Rand der Tasse in dem Kaffee spiegelt. Ja? Also ich entdecke die flache Erde immer wieder und zwar in jeder kleinen Tasse, Wasser oder Kaffee. Ja? Dann darunter haben wir ein sehr schönes Bild von Bäumen, die sich in der Oberfläche eines Sees widerspiegeln. Auch ein sehr schönes Beispiel für die komplett flache Oberfläche von Wasser, ja, und Flüssigkeiten. Jede Flüssigkeit breitet sich plan und flach aus. Spielt also keine Rolle, was unten drunter ist oder was oben drüber ist. Es bezeichnet die Oberflächenstruktur. Dann ein kleines schönes Foto, auch mit einer wunderbaren Spiegelung vom Wattenmeer. Und um das abzuschließen, ganz unten ein wunderschönes Foto von den Salzseen in Bolivien, wo der Spiegeleffekt immer wieder sehr ästhetisch zutage tritt. Ja? Also, es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Flach und Scheibe. Scheibe ist in der Regel ein komplett in sich geschlossenes Konzept mit einem äußeren Rand. Deswegen versuchen auch sogenannte Psyops, die Flacherde-Philosophie oder die flache Erde zu diskreditieren mit ihrem Scheibenhoax. Ja, jeder, der das transportiert, ist entweder zu dumm oder sitzt eben dieser sogenannten Psy-Op oder Desinformationsstrategie auf, um die flache Erde zu diskreditieren. Ja, also in sich geschlossene Konzepte mit einer Ober-, mit einer Unterseite. Flat-Earther reden von der Oberflächenstruktur der Erde. Ja, sie sagen nichts über was oben drüber ist, aus, das war flach. Und sie sagt auch nichts darüber aus, dass es eventuell einen Rand gibt.
oder irgendetwas gibt, was unten drunter ist, beziehungsweise wie tief es nach unten geht. Wir reden von der Oberflächenstruktur der Erde. Na, okay. Ich hoffe, es hat sich auch für den letzten Schwachmaten jetzt erschlossen, was der Unterschied zwischen flach und Scheibe ist. Na, ich danke euch und es rollt, aber sie ist flach. Macht's gut.